Das Schlossgespenst. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Die Fellfreunde tobten auf der Wiese vor der Einsatzzentrale herum. Ha, gefunden, Rocky. Rubble, du bist der Beste. Du findest immer alle so schnell. Danke, aber einen suche ich noch. Der war aber nicht weit weg. Ha. Marshall, ich sehe deinen Schwanz wedeln. Ich freue mich immer so, wenn wir Verstecken spielen. Aber damit war es für heute vorbei. Es wird dunkel, Fellfreunde. Ab ins Bett. Können wir nicht noch ein bisschen länger spielen? Ist doch egal, wenn es dunkel wird. Oder vielleicht doch nicht? Ist nicht egal, glaube ich. Schnell verschwand Rubble in seiner Hundehütte. Das ist doch nur der Wind, Rubble. Ja, du musst dich nicht fürchten. Ja, das weiß ich. Aber so wirklich überzeugt war die kleine Bulldogge nicht. Mitten in dieser Nacht wurde Ryder aus dem Schlaf geweckt. Ich bin gespannt, warum der Graf von Bellenburg noch so spät anruft. Ryder, ich hoffe, ich habe dich nicht aufgeweckt, aber irgendwas stimmt nicht im Königreich Bellenburg. Ist nicht schlimm, Herr Graf. Was ist denn los? Die Prinzessin sagt, dass sie gesehen hat, wie eine leere Ritterrüstung herumläuft. Es kann sein, dass es im Schloss spukt. Aber es gibt keine Gespenster. Ja, gewiss doch, ich weiß. Aber könntet ihr bitte mal nachsehen? Die Prinzessin kann doch unmöglich in einem Schloss schlafen, in dem es Gespenster gibt. Keine Sorge, wir lösen das Rätsel. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Air Patroller. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde sprangen auf ihre Pfoten. Vorsicht! Leider vergaß Rubble, seine Schlafmaske abzunehmen. Aber da war er bereits mit Sky zusammengestoßen und einer weißen Gestalt. Hilfe, ein Gespenst! Wow! Nein, das war Marshall unter einem Bettlaken. Die Fellfreunde liefen an Bord des Air Patrollers und geradewegs nach vorn in die Zentrale. Dann hob das Flugzeug auch schon ab, obwohl alle noch sehr müde waren. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wo fliegen wir hin? Nach Bellenburg. Die Prinzessin hat gesagt, es spukt in ihrem Schloss. Ein Gespenst? Nein, es gibt keine Gespenster, aber sie fürchtet sich. Wir müssen helfen. Und weil das ein besonderer Einsatz ist, brauchen wir eine besondere Ausrüstung. Du meinst, das ist eine Pfotenmission. Robohund, bist du bereit, den Air Patroller zur Pfotenmission zu fliegen? Und wie der Robohund das war. Der Air Patroller ging in den Tarnmodus und nahm Kurs auf Bellenburg. Als sie die große Stadt erreichten, war es immer noch stockdunkel. Niemand bemerkte, wie der Robohund auf eine Brücke mit kleinen goldenen Kronen zusteuerte, die sich über einen großen Fluss spannte. Ein rundes, beleuchtetes Podest erhob sich aus dem Wasser. Der Air Patroller schwebte durch eine Öffnung in der Mitte und landete auf einer unterirdischen Plattform. Dann schloss sich die Öffnung wieder. Alle fertig machen für die Pfotenmission. Ryder und die Fellfreunde liefen zu einem runden, gläsernen Fahrstuhl, der sie noch eine Etage tiefer in ihre Unterwasserzentrale brachte und schlüpften auf dem Weg dorthin in ihre Spezialanzüge. Dann schaltete Ryder den großen Bildschirm ein. Die Prinzessin hat gesehen, wie eine leere Ritterrüstung im Schloss herumwandert. Wir müssen herausfinden, warum. Ja, auf ins Schloss! Ja! Für diese Pfotenmission brauchen wir... Chase, du musst mit deiner Nachtsichtbrille durch das Schloss gehen und die wandelnde Ritterrüstung finden. Alles klar? Das ist ein gruseliger Fall für Chase. Sky, du versuchst aus der Luft herauszufinden, warum eine Ritterrüstung nachts durch das Schloss schleicht. Ja, ich bin der Flughund! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Schnell machte der Robohund den Mission Cruiser bereit, verlud die Spezialfahrzeuge der Paw Patrol und dann sprangen die Fellfreunde auch schon auf ihre Plätze und schnallten sich an. Dann mal los, Robohund, auf zur Pfotenmission. Der Weg hinaus führte durch einen unterirdischen Tunnel, dessen Ausgang sich neben einem Reiterdenkmal befand. Dann raste der Mission Cruiser durch die Nacht.
und es dauerte nicht lange, bis sie Schloss Bellenburg erreicht hatten. Ihr wartet im Paw Patroller. Ich rufe an, wenn ich euch brauche. Das war gar nicht nach Rubbles Geschmack. Aber wenn das Gespenst hierher kommt, mit dir zusammen grusel ich mich nicht so. Du kannst gerne mitkommen, Rubble. Aber du weißt doch, es gibt kein... Gespenst! Ich hab's gesehen! Die Ritterrüstung marschiert durch das Schloss! Aufgeregt kam Graf von Bellenburg auf die Paw Patrol zugelaufen. Das stimmt, Ryder. Dicht gefolgt... Ich hab es auch gesehen. ...von Schnuffinchen. Heute Nacht sollte besser keiner im Schloss schlafen. Doch nicht alle Schlossbewohner waren so ängstlich. Hurra, ich habe ein Gespenst gesehen. Ist das aufregend. Hast du keine Angst gehabt? Nein, das war total lustig. Ich kann es kaum erwarten, es euch allen zu zeigen. Los, kommt mit! Also folgten Ryder, Rubble, Sky und Chase der Prinzessin ins Schloss. Zum großen Ärger von Schnuffinchen. Die Paw Patrol macht mir mein gruseliges Gespensterspiel kaputt. Darum müssen wir irgendetwas machen, um das zu verhindern. Schnuffinchen! Warte, Prinzessin, ich komme auch mit! Ich werde hier Wache halten, Eure Hoheit! Überall im Schloss war es stockdunkel. Ich mache erst mal Licht. Ryder knipste seine Taschenlampe an. Irgendjemand hat den Strom abgeschaltet. Habt ihr das auch gehört? Keine Angst, Rubble. Das ist Schnuffinchen, wie sie auf ihrem Spielzeug herumkaut. Genauer gesagt auf Balduin, ihrem Frosch. Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt hab. Wieder war da ein Geräusch. Das war kein Spielzeug. Wiedersehen. Ängstlich stürmte die kleine Bulldogge hinaus. Der arme Rubble. Und verkroch sich im Mission Cruiser. Ryder dagegen umfasste seine Taschenlampe fester. Chase, vielleicht siehst du mit deiner Brille, wer das Geräusch macht. Wuh! Nachtsichtbrille. Aufmerksam blickte der Polizeihund sich um. Hier stimmte doch etwas nicht. Das, was ich sehe, ist komisch. Alle Bilder wackeln hin und her. Das ist gruselig, stimmt's, Prinzessin? Ja, und total spannend. Huhu, Gespenst, komm raus. Total spannend? Schnuffinchen gefiel das alles gar nicht. Ich muss mir wohl noch was Unheimlicheres einfallen lassen. Dann werden alle flüchten und ich habe das Schloss ganz für mich allein. Dann bin ich die Königin im Schloss. Die Prinzessin, Ryder, Chase und Sky hatten das oberste Stockwerk erreicht. Da ist doch das Gespenst! Tatsächlich. Da lief eine Ritterrüstung durch den Gang. Ganz von allein. Oder? Bestimmt hat sich jemand in der Rüstung versteckt. Ja, jemand, der so gemein ist wie Schnuffinchen. Sprecht ihr von mir? Die weiße Hündin setzte ihr unschuldigstes Gesicht auf und nahm unauffällig ihren Spielzeugfrosch in den Mund. Doch da drehte die Rüstung sich plötzlich um. Wer könnte sonst noch da drin stecken? Schnuffinchen biss auf den Frosch. Und die Rüstung beugte sich vorwärts. Erschrocken sprang Chase auf Ryders Arm. Entschuldigung. Oh, ich glaube, das ist doch ein bisschen gruselig. Wieder biss Schnuffinchen zu. Und die Rüstung begann zu tanzen. Was für ein albernes Gespenst. Es ist albern, aber es ist kein Gespenst. Die gibt es nämlich nicht. Wir werden dieses Geheimnis lüften. Sky, du bist dran. Gleich Flügel! Vielleicht konnte sie aus der Luft mehr erkennen. Draußen im Mission Cruiser machte sich Rubble ernsthafte Vorwürfe. Ich habe sie allein gelassen und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich mutig wäre, würde ich ihnen helfen. Aber diese Spukgeräusche waren zu unheimlich. Es ist lieb, Robohund, dass ich mein Herz bei dir ausschütten darf. Wartet! Im Inneren des Schlosses blieb Chase plötzlich stehen. Ich sehe etwas direkt vor uns. Das war doch wieder die laufende Rüstung. Folgt mir! Die jetzt nicht mehr tanzte. Wir teilen uns auf, damit es uns nicht entwischt. Sky, Chase und Ryder liefen also in die eine. Die Prinzessin und Schnuffinchen in die andere Richtung. So, jetzt wird es lustig, Balduin. Wieder biss Schnuffinchen zu. Und die Rüstung, die sie verfolgten, blieb stehen und begann wieder zu tanzen. Also irgendwie kommt mir das komisch vor. Ritterrüstungen tanzen doch nicht. Ich glaube, dass sie ferngesteuert wird. Sky, sieh dir das mal an.
wird gemacht. Oh, oh. Aber das war gar nicht in Schnuffinchens Sinn. Ich muss sie erschrecken, bevor sie merken, dass ich es bin. Die Fernsteuerung steckte nämlich in Balduin. Und nun ließ die Hündin viele Ritterrüstungen losmarschieren. Los, lauft weg, so schnell ihr könnt. Ich werde hierbleiben und das Schloss verteidigen. Das ist lieb, aber wir sind hier, um zu helfen. Wir sind die Paw Patrol. Moment mal. Sky flog nun dicht an eine der Rüstungen heran. Am Helm von der Rüstung ist ein komisches Ding. Vielleicht wird sie damit ferngesteuert. Aber wer hat die Fernbedienung? Na, wer wohl? Es ist Schnuffinchens Spielzeug. Los, schnapp es dir. Doch freiwillig wollte Schnuffinchen Balduin nicht hergeben. Sie und Sky zerrten an dem Frosch herum, aus dem plötzlich ein kleiner Sender herausfiel. Und sofort liefen die Rüstungen geradewegs auf die Paw Patrol zu. Achtung, aufgepasst! Aber nun griff die Prinzessin ein und deutete auf eine Öffnung in der Mauer. Das ist ein Geheimdurchgang zum Schlosshof! Los, mir nach! Ryder, Chase und Sky rannten der Prinzessin hinterher. Doch da wurde der geheime Durchgang bereits wieder verschlossen. Leider von außen. Wie es aussieht, hat jemand auf die Verriegelung gedrückt. Wir sind ausgesperrt. Dann war das bestimmt Schnuffinchen. Allerdings. Endlich habe ich das Schloss für mich allein. Verbeugt euch vor Königin Schnuffinchen. Die Ritterrüstungen tanzten aber lieber. Danke, Roboritter. Das reicht. Schluss. Die Rüstungen hörten aber nicht auf, sondern marschierten jetzt sogar los. Es funktioniert nicht. Und sie kamen näher und näher. Paw Patrol, die Fernbedienung ist kaputt. Helft mir, bitte. Wir helfen dir, Schnuffinchen, aber du musst zuerst die Tür aufmachen. Das kann ich nicht, Ryder. Die Roboritter versperren mir den Weg. Rubble, Schnuffinchen ist im Schloss gefangen. Du musst mit deinem Bohrfahrzeug das Tor aufbrechen und sie retten. Du meinst das Tor zum Schloss mit dem Gespenst? Ja, Rubble, ich weiß, dass du Angst hast. Aber wir brauchen deine Hilfe. Und das Gespenst... Macht mir keine Angst mehr. Ich hatte große Angst, das stimmt. Aber wenn meine Freunde mich brauchen, dann will ich versuchen, all meinen Mut zusammenzunehmen. Rubble ist der Retter. Tapfer schnappte er sich ein Bohrfahrzeug und machte sich auf den Weg ins Schloss. Es gibt keine Gespenster! Es gibt keine Gespenster! Jetzt erreichte er die dunklen Gänge. Hilfe! Irgendjemand muss die Gespensterritter stoppen! Naja, vielleicht gibt es doch welche, aber ich muss ihr trotzdem helfen. Achtung, Gespenster! Jetzt kommt Rubble! Rubble nahm seinen ganzen Mut zusammen und durchbrach das Tor, hinter dem Schnuffinchen festsaß. Mit Hilfe seines Spezialfahrzeuges gelang es ihm, die Ritterrüstungen aus dem Weg zu räumen. Du hast mich gerettet. Was, wirklich? Ja, wirklich. Und nun löste sich auch die Verriegelung der Geheimtür. Ich hab dich gerettet. Rubble, geht es dir gut? Ja, Ryder, ich hab die Gespenster besiegt. Ja, das hast du, Rubble. Und ich bin sehr stolz auf dich. Es waren gar keine Gespenster. Sie waren ferngesteuert. Ja, von Schnuffinchen. Das war nur ein Spaß. Du kleiner Frechdachs, du bist so niedlich, ich bin dir nicht böse. Aber deswegen heißt es trotzdem ab in dein Hundehäuschen. Das hatte sich Schnuffinchen nun wirklich anders vorgestellt. Ryder, ich danke dir und deinen Hunden, vor allem aber natürlich dem mutigen Rubble, dass ihr den Spuk hier beendet habt. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein lautes. Reicht, Herr Graf.